Grüß Andrea, schön, dass du da seid. Hi, Tanzfitness. Heute gibt es ein Thema, und zwar wollte ich mit euch Phänos heute besprechen. Und zwar die ihr in euren Wortschatz habt, und zwar die Wörter wenn, vielleicht, Problem und halt das Wort irgendwie. Das Wort irgendwie, das mag ich besonders nicht, weil es nämlich unklar, undefiniert, ist sehr schwammig, hat kein Ziel, hat kein genaues Ziel. Weil wir können es aber nicht sagen, ja, irgendwie, ich möchte gerne halt in einem halben Jahr Halbmarathon schon mitmachen und irgendwie habe ich keine Zeit, um daran teilzunehmen. Könnt ihr auch gleich sagen, nein, ich habe keinen Bock auf Halbmarathon und Training, dann, ja. Das Wort streichen irgendwie, und das nächste Wort ist aber, weil aber, das Wort aber, das ist auch wieder so ein Nein-Wort mehr oder weniger. Ihr habt zum Beispiel, habt mal Bock, ja, Halbmarathon wieder. Ich möchte gerne Halbmarathon teilnehmen, aber ich habe keine Zeit, um in der Woche halt zu trainieren. Ja, könnt ihr auch wiederum, wie halt auch bei irgendwie, auch gleich sofort Nein sagen. Das ist also das Wort, also auch streichen, das Wort aber. Dann war das Wort Problem, das sollte durch das Wort Herausforderung setzen, weil Herausforderung klingt halt besser, als wenn man Probleme sagt. Zum Beispiel sagt, nehmt ihr halt wieder. Nehmen wir zum Beispiel wieder Halbmarathon. Ihr wollt halt mehrere Halbmarathon teilnehmen und sagt dann halt, ja, ich habe ein Problem, also ich habe keine Zeit. Und ja, das könnt ihr auch gleich mehr oder weniger Nein sagen. Aber wenn ihr dagegen sagt, ja, ich nehme die Herausforderung an und lerne halten und Quatsch, trainiere halt ein halbes Jahr, um halt im Halbmarathon halt erst teilzunehmen, vielleicht einen guten Platz zu erreichen. Deswegen sollte das Wort Problem durch Herausforderung ersetzen. Herausforderung hört sich generell besser an, motiviert auch mehr, als wenn man ein Problem sagt, weil Herausforderung ist halt ein Motivierungswort. Ein Problem ist halt ein Nein-Wort. Dann nennt man das noch Wort vielleicht, weil vielleicht, das ist ja auch so ein mehr oder weniger Nein-Wort. Dann sagt ihr halt vielleicht, ja, ich möchte gerne Halbmarathon teilnehmen und vielleicht nehme ich auch dann Teil in einem halben Jahr und vielleicht, ja, ist auch, ja, wie gesagt, ein Wort, auch erstreichen. Ja, das Wort noch ein Wort, und zwar wenn. Wenn ich wäre ich Millionär, zum Beispiel jetzt. Ja, wenn ein halben Jahr mein Halbmarathon ist, dann werde ich trainieren. Aber wenn ich dann keine Zeit habe, dann geht das halt nicht. Ja. Das Wort wenn, das sollte ich vielleicht auch streichen, weil ist auch nicht so ganz klar. Und deshalb, ja, diese genannten Wörter streiche ich am besten. Ich werde die auch im Video hinterher noch so auflisten da. Und dann halt einfach machen und nicht mal nur Nein sagen und halt klare Sprache. Das sehe ich halt dran. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, falls das Video gefallen hat, Daumen hoch, falls nicht, da runter. Kommentar ist immer gewünscht. Und dann bis zum nächsten Mal, und zum Abschluss seht ihr halt ein Flugzeug und Christbäume, die ihr jetzt im Dezember bald kaufen könnt. Sie sind schon gelb markiert und so und blau. Ich kenne die Farbe, ich weiß, was die Farben nicht bedeuten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schöne Weihnachtsbäume sind das. Ich denke, der Winter in diesem Jahr wird wahrscheinlich mild werden. Denke mal so 20 Grad. Kann man schön Radtour machen, wie ich zum Beispiel mit meinem Fahrrad hier. Vor Elektra. Und dann sage ich mal Tschüss, Adieu und dann bis nächstes Mal, ihr Tanzvitis.